oder der eiserne Heinrich. Es war einmal eine Königstochter. Die wusste nicht, was sie anfangen sollte vor Langeweile. Da nahm sie eine goldene Kugel, womit sie schon oft gespielt hatte, und ging hinaus in den Wald. Mitten in dem Wald aber war ein reiner, kühler Brunnen. Dabei setzte sie sich nieder, warf die Kugel in die Höhe, fing sie wieder, und das war ihr so ein Spielwerk. Es geschah aber, als die Kugel einmal recht hoch geflogen war und die Königstochter schon den Arm in der Höhe hielt und die Fingerchen streckte, um sie zu fangen, dass sie neben vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Erschrocken sah ihr die Königstochter nach, aber die Kugel sank hinab und der Brunnen war so tief, dass kein Grund zu erkennen war. Als sie nun ganz verschwand, da fing das Mädchen gar jämmerlich an zu weinen und rief: Ach, meine goldene Kugel, hätte ich sie wieder. Ich wollte alles darum geben. Meine Kleider, meine Edelsteine, meine Perlen. Ich habe meine goldene Krone noch dazu. Wie es das gesagt hatte, tauchte ein Frosch mit seinem dicken Kopf aus dem Wasser heraus und sprach: Königstochter, was jammerst du so erbärmlich? Ach, sagte sie, du garstiger Frosch, was kannst du mir helfen? Meine goldene Kugel ist mir da in den Brunnen gefallen. Der Frosch sprach weiter: Deine Kleider, deine Edelsteine, deine Perlen, ja, deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich willst zu deinem Freund und Gesellen annehmen, soll ich an deinem Tischlein sitzen, zu deiner rechten Seite, von deinem goldenen Tellerlein mit dir essen, aus deinem Becherlein trinken und in deinem Bettlein schlafen. So will ich dir deine Kugel wieder heraufholen. Die Königstochter dachte in ihrem Herzen, was der einfältige Frosch wohl schwätzt. Ein Frosch ist keines Menschen Gesell und muss im Wasser bei seinesgleichen bleiben. Vielleicht aber kann er mir die Kugel heraufholen, und sprach zu ihm: Ja, meinetwegen, schaff mir nur erst meine goldene Kugel, es soll dir alles versprochen sein. Als sie das gesagt hatte, tauchte der Frosch seinen Kopf wieder unter das Wasser, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder in die Höhe gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie heraus ins Gras. Da freute sich das Königskind, wie es wieder sein Spielwerk in den Händen hielt. Der Frosch rief: Nun warte, Königstochter, und nimm mich mit. Aber das war in den Wind gesprochen. Sie hörte nicht darauf, lief mit ihrer Goldkugel nach Haus und dachte gar nicht wieder an den Frosch. Am anderen Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten an der Tafel saß und von ihrem goldenen Tellerlein aß, kam plitsch, platsch, plitsch, platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen, und als es oben war, klopfte es an der Tür und rief: Königstochter Jüngste, mach mir auf! Sie lief und wollte sehen, wer draußen war, aber als sie die Tür aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Türe hastig zu und setzte sich ganz erschrocken wieder an den Tisch. Der König sah, dass ihr Herz gewaltig klopfte, und sprach: Ei, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen? Ach nein, sprach das Kind. Es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Der hat mir gestern im Wald meine goldene Kugel aus dem Wasser geholt. Dafür versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein. Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief draußen: Königstochter Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf. Da sagte der König: Hast du's versprochen? Musst du's auch halten? Geh und mach ihm auf. Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: Heb mich herauf zu dir. Sie wollte nicht, bis es der König befahl.
Als der Frosch nun oben auf einem Stuhl neben ihr saß, sprach er, »Nun schieb dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Voll Verdruss tat sie auch das, und der Frosch ließ sich's wohl schmecken. Aber ihr blieb jedes Bisslein im Hals. Dann sprach er, »Nun hab ich mich satt gegessen, ich bin müd. Trag mich hinauf in dein Kämmerlein und lach dein Spättlein zurecht. Da wollen wir uns schlafen legen.« Da fing die Königstochter an zu weinen, gar bitterlich und fürchterlich. Fürchtete sie sich vor dem kalten Frosch. Den getraute sie sich nicht anzurühren, und der sollte nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen. Der König aber blickte sie zornig an und sprach, »Was du versprochen hast, sollst du auch halten, und der Frosch ist dein Geselle.« Da half nichts mehr. Sie mochte, wollen oder nicht. Sie musste den Frosch mitnehmen. Sie war aber in ihrem Herzen bitterböse, packte ihn mit zwei Fingern und trug ihn hinauf, und als sie im Bett lag, statt ihn hineinzuheben, warf sie ihn aus allen Kräften an die Wand. »Nun wirst du deine Ruhe haben, du garstiger Frosch!« Was aber herunterfiel, war nicht ein toter Frosch, sondern ein lebendiger, junger Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun von Recht und mit ihres Vaters Wille ihr lieber Geselle und Gemahl. Da schliefen sie nun vergnügt zusammen ein. Und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden bespannt. Die waren mit Federn geschmückt und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden, dass er 3 eiserne Bande hatte müssen, um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein und stellte sich wieder hinten auf, voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn hinter sich, dass es krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in den Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst.« Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, als sein Herr wieder erlöst und glücklich war.